Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Pokémon-Jagd. Jawohl, wir wollen heute das nächste Pokémon fangen. Und dafür müssen wir wieder auf Reisen gehen, wie immer. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal in eine komplett andere Region dieses ganzen Spaßes reisen. Und tatsächlich müssen wir hier unten anfangen. Nee, wir fangen nicht hier unten an, wir fangen hier oben an. Wir fangen hier oben an, jawohl. Fliegen nach Garafosa City. Da haben wir auch ein Pokémon-Center, da können wir uns heilen. Und dann klappern wir die nächsten Pfähle ab heute. Handelt es sich um eines der neuesten und coolsten Pokémon. Pokémon heilen. Finsterbälle sind natürlich für den Arsch, das haben wir mittlerweile schon festgestellt. Zulot müssen wir auch bearbeiten. Es ist cool, dass Zulord eine Sache hat wie Giftdorn. Nur ist es in dem Fall absolut unbrauchbar. So, Zulord hat jetzt Unkenntnis. Was bringt Unkenntnis uns? Das ist auch cool. Das ist auch cool. Bringt uns diesmal zumindest weiter. So. Unser erster Zielpunkt. Ist relativ in der Nähe von uns. Ich glaube, noch mal kurz nach dem Norden ausrichten. Genau. Unser erster Zielpunkt ist relativ in der Nähe von uns. Der ist nämlich hier drüben. Das heißt... Kuraito und Hallo, Gespenst. Kuraito, auch mit dir da. Kann natürlich schon sein, dass wir den da schon rausgezogen haben. Nein, haben wir nicht. Versteckt. Hinter einem Baum steht der erste Pfahl. Jawohl. So, da ist Fall Nummer 2 und den holen wir uns jetzt gleich. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier schon wieder Pfähle eingesammelt haben, weil wir haben natürlich während des Let's Plays schon einiges eingesammelt an Pfählen. Deswegen ist es nie ganz sicher zu sagen, was wir da schon hatten und was wir noch nicht hatten. Das ist unmöglich. Schau mal, da unten ist er. Natürlich. Jawohl. Ja.
So. Da ist unser nächster Ort. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ach, Koraidon, komm schon. So. Fall Nummer 3. Diesmal geht die Reise ein bisschen weiter. Jawohl. Und hier ist der nächste Pfeiler. Jawohl. Schiebe schon vom Plitsch. Nee. Wir waren auf dem Turm schon oben, ja. Aber den Pfeil haben wir nicht mitgenommen. So, die nächste ist gestrichelt markiert. Das kann gut sein, dass wir den schon haben. Dass der zu offensichtlich war. Schon einkassiert. Schätze ich mal. Ist okay.
Der ist hier unterirdisch. Der muss irgendwo hier, oh Gott, unterirdisch drin sein. Müssen wir mal schauen. Dieser Pfeiler ist irgendwo hier unterirdisch drin. Mein Ziel. Es kann gut sein, dass sie da unten dran ist. Ja. Ein gutes Näschen für sowas. Nächsten Pfeiler gefunden. So, die letzten zwei sind an der Oberfläche. Das hat sich dafür getan, hat sich das Ganze gelohnt. Nicht. So, zu mir hinten. Mhm. So, und dann war es nur noch einer für diese Folge. So. Da haben wir einen ganz neuen Zielort und ein neues legendäres Pokémon zu fangen.
So. Ja. Es wird gerade Nacht. Das ist noch besser. Darf ich vorstellen? Bao Jian. Unlicht. Eis. Gut, das war ein bisschen. Bisschen zu gutmütig. Minimal. Samenbomben. Ich wollte gerade sagen, besonders stark ist der Verteidigungswert meines Gegners aber nicht. Check! Lehendes Pokémon Nummer 2. 3 wollte ich schon sagen. Ja, bei 2. Im Pokédex registriert Nummer 394 Bao Jian, Unheils-Pokémon vom Typ Unlicht und Eis. Bao Jian kann bis zu 100 Tonnen Schnee kontrollieren. In den Lawinen, die es auslöst, zollt es ganz arglos herum. Größe 1,9 Meter, Gewicht 152,2 Kilogramm. Sehr, sehr, sehr schön. So, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann holen wir uns das nächste legendäre Pokémon. Bis dahin, Tschüssikowski!